Susanne Ferschel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister. Es kommt ja nicht so allzu oft vor, Herr Minister, dass ich Sie mal lob. Also genießen Sie den seltenen Augenblick. Die Linke begrüßt ausdrücklich die Gesetzesinitiative mit dem Ziel, tarifliche Löhne verbindlich zu machen. Es gibt in der Pflege starke Unterschiede in den Löhnen, regional und auch zwischen ambulanter und stationärer Pflege. Wir brauchen aber eine einheitliche tarifliche Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen für alle Pflegekräfte. Und genau daran muss sich das Gesetz auch messen lassen. Und wir als Linke haben immer gesagt, Mindestlöhne sind nur die zweitbeste Lösung. Besser sind tarifliche Löhne, und die verhandelt werden gerade für die Pflege. Und diese müssen dann auch über das Arbeitnehmerentsendegesetz verbindlich gemacht werden. Das wäre ein mutiger Schritt, um die Tarifbindung in diesem Bereich wirklich zu stärken. Und die spannende Frage wird aber bleiben, hat die Bundesregierung bis zum Schluss diesen Mut? Die privaten Arbeitgeber, und wir haben es ja auch hier jetzt wieder gehört, und Rainer Brüderle von der FDP allen voran, die speien Gift und Galle und sprechen von Zwangstarifverträgen und marktfernen Regulierungsfantasien. Und auch die AfD hat heute bewiesen, auf welche Seite sie sich schlägt, jedenfalls nicht auf die Seite der Pflegenden. Davon dürfen Sie sich nicht beeindrucken lassen. Dieser Gesetzentwurf lässt allerdings eine Frage offen, die Finanzierung. Und Ihr Kollege Gesundheitsminister hat ein wenig Licht ins Dunkel gebracht, weil er gesagt hat, die flächendeckenden Tariflöhne werden sich auf die Eigenanteile in der Pflege auswirken. Diese Eigenanteile betragen aber zurzeit schon im Durchschnitt nahezu 2.000 Euro pro Monat für die Pflegenden. Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Und das geplante Angehörigenentlastungsgesetz, das wird Verbesserungen bringen, das ist richtig, aber die Bundesregierung bleibt dabei, dass sie Menschen im hohen Alter weiterhin aufs Amt schickt, und das ist nicht zu akzeptieren. Damit spielt man nämlich die Interessen der Pflegekräfte gegen die Interessen der Pflegebedürftigen aus, und das ist zumindest mit der Linken nicht zu machen. Weil es gibt schnelle Lösungen, um die Pflegeversicherung zu entlasten. Zum Ersten den Pflegevorsorgefonds auflösen, und zum Zweiten die Krankenkassen übernehmen auch die Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege in den Pflegeheimen. Durch diese milliardenschwere Entlastung kann man die Eigenanteile nicht nur deckeln, sondern sofort senken, und das wäre doch nötig. Insgesamt bleibt es dabei, wir brauchen eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, so wie sie die Linke schon seit langem fordert. Pflege geht alle an, das ist heute schon mehrmals gesagt worden. Jeder von uns kann pflegebedürftig werden, und jeder hat auch in diese Pflegeversicherung einzubezahlen. Punkt. Und hier muss auch die angekündigte Reform der Pflegeversicherung ansetzen. Ich bin allerdings etwas skeptisch, weil diese Bundesregierung sich bislang noch nicht durch allzu große Würfe ausgezeichnet hat. Pflege muss bezahlbar sein, und es ist auch Aufgabe des Staates. Mittlerweile ist es aber so, dass fast die Hälfte aller Pflegeeinrichtungen in privater Hand sind. Und natürlich ist es doch so, dass, um Gewinne zu erwirtschaften, entweder die Löhne gedrückt werden oder die Qualität der Pflege leidet. Im schlimmsten Fall sogar beides. Es gab doch nicht umsonst diese Skandale in den alten Pflegeeinrichtungen. Das hat es letztendlich doch bewiesen. Gewinnorientierte Unternehmen haben in der Pflege nichts verloren, Menschen vor Profite. Und für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen braucht es tarifliche Regelungen. Und das haben die Beschäftigten in der Pflege verdient. Denn mehr von ihnen, also nicht von ihnen, sondern mehr von den Pflegekräften, ist besser für alle. Vielen Dank. Vielen Dank, Susanne Ferschel. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Beate Müller-Gimmer.